Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Bedrock-Gefängnis. Heute in einer ganz besonderen Episode zusammen mit Molinsky. Moinski! Einem der schwersten Bedrock-Gefängnisse ever. Nur 1% aller Leute soll das hier schaffen, Ina. Ich vermute mal, wir beginnen hier, dass hier irgendeiner Kiste eine Enderperle ist. Da kommt man nicht ran, da auch nicht hier kommen. Aber das Ding ist, es könnte doch auch so ein Fake sein. Guck mal, Ben, es ist ein Fake! Wo? Es ist ein Fake, Level mach mal einen 5-Modus. Ah, da ist auch Redstone. Ja, aber kriegt man. Aber ja, das ist. Aber Lina, die kann man nicht hitten. Das ist kein Fake. Doch, kann doch, warte. Ja, geh mal weg, Alter, mit deinem fetten Nische. Hey! Hab ich? Hab's. Nice. Gut gemacht, die Lina. So, wie komme ich jetzt hier raus, ohne dass es rumbackt? So, Level Nummer 1 haben wir damit erfolgreich überlebt. Oder also, wie man auch nennen will. Da ist noch eine Axt. Ich hatte Angst, dass es da reinfällt jetzt. So, wir sollten aber trotzdem sicherheitshalber mal alle Chests hier durchgucken. Ja, das klingt danach einen Job für dich. Kann die Axt den Stein hier kaputt machen? Auf Dumm? Abbauen und platzieren. Ja, aber dann droppt der ja nicht. Weiß ich nicht, Elina. Sieh wir mal die Kisten, gucken, ob wir irgendwo eine Spitzhacke hier sehen. Jetzt haben wir oben alles abgebaut mit der Axt. Wir haben hier unten unter dem Bedrock alles abgebaut. Einzige, was man sich noch vorstellen könnte, wäre, dass sich vielleicht hier irgendwo ein Gang versteckt, aber auch das macht eigentlich muss hier irgendwo eine Spitzhacke drin sein, oder? Ja, wie wollen wir sonst einen Steinblock abbauen und wieder platzieren? Wahrscheinlich müssen wir doch den Stein abbauen, denn wir haben den ganzen Raum hier so auseinandergenommen, das macht ja alles gar keinen Sinn, da ist nichts. Ah. Okay, hier ist Redstone. Was hat das jetzt gebracht, Elina? Was können wir jetzt, wie, wir haben ja keinen Hebel. Ich habe 37 Kisten, die da. Scheiße, wir brauchen einen Knopf. Wo ist der Knopf? Nein, ist jetzt hier ein Knopf irgendwo doch versteckt. Safe brauchen wir einen Knobbe, oder? Oder einen Hebel oder so. Und dann öffnet sich wahrscheinlich hier irgendwo eine Tür. Das kann ja nicht wahr sein. Wir können nicht den ganzen Raum abbauen, Edina. Bist du deppert? Oh, ich bin mir doch... Warte, ich hab was. Haha, Redstone. Aber wow, hier geht's auch du lang. Du hast einen Weg gefunden. Ja. Hehe. Ich bin eben doch Prison-Experte Benson. Scheiße, das geht ja nicht weiter. Aber wir können eine Kiste nehmen. Dann sieh sie. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, Edina. Ich glaube nicht. Was siehst du? Mach mal den Schienen-Modus. Ja, wenn der Mapperbauer da fehlt, ist eigentlich unsere Schuld. Soll das Prison gefährlichst sehr sicherer bauen, ne? So, hier ist auf jeden Fall eine Werkbank. Hier ist ein Obby. Ein Jump'n'Run. Hier ist nochmal ein Redstone, Ben. Okay, man muss also Redstones sammeln. Okay, dann ist man hier durchs Jump'n'Run. Hier ist noch eine Kiste. Mal, hier ist eine Kiste. Aber da kommt man nicht ran. Verbarrikadiert. Okay, das heißt hier jumpen. Okay, easy, Ben. Ich gebe dir einen Boost. Schade. Warte, eine Kiste. Zum Glück habe ich gefailt. Oh! Da hinten noch eine? Nee. Okay, starke Lina, hast du super gemacht. Den Sprung schafft man nicht. Ist das nicht ein 5er? 1, 2, 3, 4. Das ist ein 4 mit einer Stufe hoch. Das ist natürlich klug. Das hat er nicht durchdacht, dass man da eine Million Kisten mitnehmen kann. Der hat nicht damit gerechnet, dass wir so viel abbauen. Warte mal. Wahrscheinlich kann man von hier oben ran, oder? Aha. Ja. Okay, man muss hier also eine Menge Redstone sammeln. Die Frage ist, was willst du damit dann irgendwann anfangen? Da muss man irgendwas anmachen. Ja, wahrscheinlich ist ja am Ende des Weges ein Lippen. Warte. Nee, geh mal zurück. Ah, okay. Ja, weil das ist eine Kisch. Was ist da drin, Redstone? Nochmal zwei Redstone. Okay, dann weiter geht's nicht. Aber ich weiß gar nicht, welche Kiste von dem ist und welche mehr wir platziert, welche Kiste wir platziert haben. Ja, okay, aber jetzt haben wir zwar einen Haufen Kram, aber das hat uns ja so gesehen auch nicht viel weitergebracht, weißt du? Oh, ich dachte, ich hätte einen Button gefunden. Ich nehme mal die Werkbank mit. Kiste unter der Werkbank, Redstone! Wow! Ha! Schweinebacken, ey. Okay. Wir haben jetzt, also vielleicht ist ja noch ein Gang. Wir brauchen nach wie vor einen Hebel, ne? Weil hier kommst du halt auch nicht rein. Wir haben ja keine Falltür oder so ein Kram. Vielleicht irgendwo anders. Vielleicht sieht man das auch. Wobei, das davor hat man auch null gesehen. Okay, ich muss langsam mit der Hand abbauen. Ich habe ein bisschen Panik, dass meine Axt dann broke ist. Ich kann euch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das in diesem Raum nicht weitergeht. Also das ist wirklich der einzige Gang. Was haben wir übersehen, Edina? Vielleicht hier? Das eine Kiste. Ja, okay. Die sieht man und die hast du geleert. Hier ist eine Kiste, die können wir mal noch abbauen, aber darunter ist nichts, das hat man schon gesehen. Ja. Dann von hier kommen wir, dann hier hoch, da haben wir ja auch schon alles gemacht. Haben wir auch. Mann, das ist mit diesen Kisten so verwirrend, Edina. Und warum ist da eine Werkbank, Edina?
Ja, da müssen wir irgendwas craften. Wie viel Redstone haben wir? Redstone Block! Macht das Sinn? Oh. Das macht Sinn, Nina. Ja, na sicher macht das Sinn. Natürlich. Geil. Haben wir genau genug? Wie viel hast du? 3. 5, 6, 7, 8. Ja, wir haben genau genug, wenn wir einen hier abbauen. Zack. Das haut genau hin. Jetzt platzieren wir die Butze hier. Ah! Wow. Junge, ist das hell. Ich sehe nichts mehr, Nina. Hilfe, was ist das? Ben. Wir sind im Himmel. In der Zukunft. Was ist denn das hier? Guck mal, da oben geht's lang. Okay, wir müssen irgendwo einen Weg finden. Ist irgendwo eine Kiste. Ah, ich habe Wassereimer. Könntest du das jetzt da platzieren? Warte mal. Ah, das ist eine. Ah, guck mal. Das sind Ra mit einem weißen Bild drauf. Mhm. Das outplayt die Lina. Müssen wir das alles abbauen? Nee, nee. Bei meinem Minecraft Legend übelst. Ah, du hast Leitern gefunden, oder? Nein, ich habe Wassereimer. Ja, hörst du mir nicht zu? Ach so. Nina, Junge! Das musst du auch eine Sekunde warten. Ich muss das wieder wegmachen. Okay, da geht's aber nicht lange, Nina. Ah, doch. Komm so hoch, Nina. Können Sie rausgucken. Bin dabei. Stark, das haben wir stark gemacht. So, Druckplatte. Was macht die? Okay, ein Bett. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint, da sehe ich mich. Wichtig. Oh nein. Power. Okay, Power, ich habe jetzt nichts Powermäßiges. Hier ist ein Schalker-Spawner. Schalker-Spawner. Ah, okay, wir müssen hier das Schalker-Spawner machen, dann uns davon treffen lassen und dann durch die Lava fliegen. Aber da kriegen wir doch wieder Schaden. Nee, warte, ist falsch. Ich könnte Obsidian daraus machen. Aber das wird uns so nicht weiterbringen. Ein Schalker. Warte, da hochfliegen, Elina! Oh ja. Du hattest den richtigen Gedanken, aber falsch. Aber ist das Power? Die Matte. Das hat ja nichts mit Power zu tun. Ich erzähle das lieber mal hier. Tschüss, Elina. Ich fliege. Ich komm nicht mehr. Ich kann fliegen. Ich habe ein Holzblockbrett. Soll ich mit der Kacke, Alter? Leute, ich wurde leider von meiner Kistensammlung, weil sobald man diese Druckplatte berührt, das ist quasi so ein Pre-Checkpoint, wird dein Inventar gelöscht, weil du im nächsten Level bist. Das heißt, ich habe jetzt nur noch das Holzbrett, halt alles andere ist weg. Was kann man hier mit einem Holzbrett machen, Elina? Power. Also hier soll ich ein Holz... Ein Knopf, Elina! Oh mein Gott, und jetzt hier Power. Dumm. Ich hätte das daran gemacht. So, okay. Beruhigen Sie sich. Ah, ich habe Feuerresistenz bekommen. Yippie! Juhu, ich mach mit. Jetzt hab ich damit tot. Aber es gibt hier mehrere Wege, ne? Ja, ich sehe das schon. Also ich habe hier einen. Hier steht Bahahaha. Das ist nicht der richtige. Nach unten vielleicht. Nein. Hier, ich habe hier noch einen. Ist auch falsch. Ich habe noch einen. Falsch. Hey, passe ich nicht durch. Hallo. Oh, ich will nochmal da durch. Ich habe den in der Mitte. Ich habe den gerade außen in der Mitte. Nee, also direkt am den Anfang hast Mitte. Den glaube ich, noch nicht. Aber ich komme da so schwer rein. Jetzt bin ich drin. Ah, ich hab's. Level 5. Ey, du musst einfach... Ja, du siehst ja schon. Hä? Medina, bist du tief? Was? Über dir. Über mir. Ach, da. Hey, wieso brenn ich, wenn du dich anzünden lässt? Hier ist Wasser, zum Glück. Puh, ich bin nicht angezündet. Hä, bist du wo? Du brennst doch übelst. Ja, mein Gott. So, okay. Gut, dann erstmal Jump'n'Run. Ich komme hier nicht durch, Alter. Ha, outplayed. Eine Meeresgurke, die habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe eine Wither-Blume und da steht LOL. Okay, scheint ein Prank zu sein. Warte mal. Adlauge Benson hat da was noch bereits entdeckt. Man kann sich da reinfahren lassen. Es geht aber auch unten im Wasser weiter. Das habe ich vorhin auch schon gesehen. Ah, da muss vorsichtig sein. Da kommt man nämlich nicht mehr raus. Also bei mir ist nichts drin. Bei dir? Also ich will jetzt nicht reinspringen. Aber du kannst ja auf den Rand springen. Bei mir ist auch nichts drin. Hm, scheint das Käsebrot zu sein. Hier, ich habe noch was. Eine Leiter. Da bräuchte man einen Wassereimer für, ne? Ein Wassereimer. Vielleicht, hier geht es nämlich noch weiter. Ich schwimme mal hier lang. Okay, ich bin hier in einem unterirdischen Einblock-Labyrinth. Wir gehen nach... Oh, wo geht's? Hier bin ich jetzt. Okay, mach den. Hier, dort, wo die Leiter ist, ja, ne? Ja. Mach du mal den anderen Weg, oder? Na gut, dann gehe ich woanders lang. Sub to Wir hurry. Teilen uns auf. You are so short, haha. Du bist so... Oh nein, das ist ein Prank gewesen, mein Weg. Ja, mein sieht dir aber auch sehr prankmäßig aus, ne? Aber irgendwie muss... Das ist so viel... Keiner würde sich so viel Mühe in seinem Gefängnis machen, dass hier alles zu bauen, wenn es nirgendwo lang geht. Eine Meeresgurke, die macht Licht. Ah, moin, Elina. Moin. Wer bin ich? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ah, ich hab was. Nee, bist du nicht. If stuck. Ich kann hier einen Knopf drücken für Level 6. Ich drück mal.
Oh nein! Anfang? Ja, ich habe mich zurück teleportiert. Ich war richtig, aber wir müssen vorher die Leiter hier abbauen. Ich kann ja gar nicht aufstehen. Ach, da ist ein Barrier-Block. Ach, da müssen wir die von oben abbauen. Ach, deswegen gibt es ja so einen Stuck-Button. Das war damit man wieder hochkommt, wenn man es verkackt hat. Okay, jetzt muss ich dir nur wieder. Hä, ich komme nicht lang. Das ist ein Prank, das ist ein Barrier. Ach so, scheiße. So. Level 6. Was haben wir hier? Oh. Hier muss man einen Bogen schießen. War die ist safe irgendwo eine Schalker-Kiste versteckt. Das sieht mir guck sehr mal, der ist komisch, der ja, ist ja, andersrum. Die sind komisch, aber. Das sieht mir sehr Schalker-mäßig aus, aber der ist kein Schalker. Warte mal, vielleicht hier irgendwie am Rand oder so? Weit für den F5-Modus. Ja, ich mache ja gerade schon, aber drunter ist auch nichts. Wir haben hier auf jeden Fall Platten, die man irgendwie, also Zielblöcke, die man treffen muss. Naja, man könnte sie kaputt machen, ja. Machen wir mal, oder? Vielleicht. Ja, machen wir. Eine andere Option sehe ich jetzt hier nicht. Wir haben eine Seegurke, eine Meeresgurke und eine Witherrose, die beide nichts können. So gesehen, also nicht für das. Ah! Haha! Oh mein Gott, okay. So ein Prison-Experte, Lina. Nie was anderes gemacht in meinem Leben. Ich war schon viermal im Knast. Da sind jetzt bestimmt Pfeile drin. Das heißt, man muss jeden Schuss treffen, sonst ist man hier für Ewigkeiten eingesperrt. Ist man hier für immer gefangen. Lebenslänglich. So, ich hab, haben wir noch einen umgedrehten? Umgedrehten Heimer? Nee. Ich habe 8 Pfeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind halt wirklich 8 Ziellinien. Das kann ja nicht stimmen, oder? Ben. Das kann ja nicht stimmen, oder? Naja, du musst halt alles treffen. Lina, die Sniper-Rifle muss jetzt hier aktiviert werden. Und zwar niemals wie alle. Mit Likes und Abos. Nope. Kann man die wieder einfach aufsammeln? Ah, man muss nur einen treffen. Ja, aber wenn ich... Ja, aber was bringt denn das? Ja, hätte ich jetzt nicht gemacht. Ah, du dachtest. Ja, welcher ist es jetzt? Ich habe nur noch 6 und es sind 6 Ziele. Und ich werde Safe Mine verschießen. Ich sag halb links, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Dann ganz links. Ich habe einen Pfeil bekommen. Da kam gar nichts. Da kam wirklich nichts. Ah, ich habe einen Pfeil bekommen. Ah, da kriege ich einen Pfeil, wenn ich das treffe. Ich verstehe. Ah, okay. Mitte. L. Ja, dann ist es safe. Hier ist safe jetzt ein O. Ach nee, das ist traurig. Verdammt. Oh, dann muss es ja das sein. Hä? Es ist nichts. Okay, das ist jetzt verwirrend. Gibt es hier noch eine Secret Ziel? Ja, ja, das denke ich mir auch, ja. Aber ich sehe nichts. Ah, doch, ja. Ah, ich hab's. Ja! Tschüss, Elina. Level 7, okay, wir haben 2 Kisten. Hier ist was auffällig. Aber wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht ist es... Ja, mach's doch schon. Also ich würde mal sagen... So, na, aber wir haben hier keinen Spawnpunkt, oder? Was sollen wir jetzt hier sterben? Bist gerade gestorben? Nee, bin ich nicht. Natürlich, man kann die Kisten öffnen. So ist es jetzt nicht. Aber zu welchem Preis? Oder da ist eine Feuer-Resi-Potion drin. Ja, bei beiden. Ja, das könnte sein, oder? Dann wollen wir auf 3. Probier mal, Lina. Aber okay, gleichzeitig. Nee, ich lass lieber probieren. Ja, dann probier du. Wenn ich weg bin, dann ist nicht so schlimm. Okay, dann. Ich nehme rechts. Oh, da ist nichts drin, Ben! Okay, scheiße. Jetzt haben wir noch links. Ich bereiche dir alles, was ich so gesammelt habe. Mhm. Da ist auch nichts drin, perfekt. Perfekt. Da drunter ist auch nichts. Ich denke hier, weil das sieht auffällig aus. Ah, ich hab's. Hey. Was? Oh, ich sterben, Ben. Bin trotzdem gestorben. An diesem teuflischen Lava-Hindernis vorbei geht es jetzt weiter. Oh nee, was ist das jetzt hier? Was ist da? Okay, das haben wir aber geschafft, das haben wir geschafft. Level 8. Water, water, water! Bumm. So, wir sind bei Level 8. Okay, haben wir eine Glasflasche auf jeden Fall. Wir haben 2 Glasflaschen und sonst nichts. Wir haben einen Braustand, da kann ich dir ja schon mal reintun. So. Wir haben eine Hasenfarm und Nether Vartaronis. Kann man doch. Blaze Rod bräuchten wir noch irgendwie, ne? Zum Powern. Wo haben wir? Kriegen wir halt, da. Haha, ha. Da machen wir jetzt Staub draus. Den packen wir da rein. Und dann burnen wir. Ach so, warte mal. Das ist natürlich Quatsch, was ich gemacht habe. Da muss ja Water rein. So. Und jetzt beide rein. So. Dann vermutlich Hasenpfote, ne? Ein Babbit. Eine Hasenpfote, ne? Die machen wir jetzt hier rein, ne? Dann haben wir 2 Potions. Nicht. Warte mal, was ist denn das hier?
Ah, nochmal Blaze. Okay. Ah, die ist in jeder Ecke, aber was? Hier? Ach, sag jetzt bitte nicht das, was ich gebraucht hatte. Ach Gott. So, und dann können wir damit hier drüber. Und da ist ein Loch auch in der Lava. Ist da. Nee, da ist auch ein Loch. Hier ist wieder so ein anderer Block. Da hat sich doch sonst immer eine Kiste dahinter versteckt. Mhm. Also prügel ich jetzt mal diesen nicht Stein mit meiner bloßen Faust weg. Und dahinter seine mit Kiste. Mit eurer bloßen Faust könnt ihr auch den Like-Button weghauen. Das ist ein Command-Block. Ist das ein Hebel oder so? Ich kann leider nicht reingucken. Haben wir Redstone? Nee. Keine Redstone. Haben wir noch irgendwo anders so einen Stein? Vielleicht hier drin. Vielleicht unter dem Fass. Das wäre doch, oh, das wär doch ein kluges Ding, oder? Und? Zack. Nee. Oh, enttäuscht. Aber warte mal. Das Fass können wir jetzt benutzen. Ja, aber dann reicht es trotzdem nicht für den nächsten Sprung. Doch, oder? Ich glaube schon. Reicht das? Okay. Wir haben jetzt zwei Potions. Wir nehmen mal eine zum Test, aber ich denke, das reicht nicht. Kann dir das Fass hochwerfen? Mach mal. Gerade. Warte, geh auf die Seegurke. Die wichtige Seegurke, Leute. Die wichtige. Tschüss, Elina. Passt du rein, aber ich habe noch eine Sprungkraft. Level 9. Ich schaff sie nicht rauf. Ich habe ein Diaschwert, Ben. Hä? Hier runter geht's lang. Nee, es geht aber bestimmt hoch, oder? So eine Feuerresi-Potion und dann kannst du die Lava hoch. Ah, was ist das hier? Ah, ein Holzblock, okay. Jetzt habe ich einen Holzblock und einen Stick. Was bringt mir das? Da brauche ich irgendwie. Ah, da bräuchte ich einen Knopf, maybe. Aber was soll mir das bringen? Ein Boot! Nee, reicht nicht. Ich habe keine Werkbank. Wäre ich hier drin? Ah, Redstone. Dumm gefunden. Auf dumm. Auf dumm. Das ist aber auch das krasseste Prison, was wir bisher hatten, ne? Ja. Redstone würde hier Sinn machen, aber eigentlich auch nicht. Weil was soll das connecten? Nix. Ich habe einen Holzstamm. Ein Redstone. Eine Redstone-Fackel! Ah, ja. Mhm. Okay, aber was bringt das jetzt? Das kann ich die killen. Ein Bett. Wir könnten ein Bett machen. Ah, ich weiß wie. Ja. Ist die Claro Cassida, die da wie. Kill die mal. Nee, wait. Ja, also kill die mal. Das wird schon richtig sein. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich denke, es wird mit einem Bett gehen. Weil. Dann kannst du nämlich hier dich ins Bett legen. Verstehst du? Aber Problem ist, das geht halt nicht auf, weil wir keine Werkbank haben. Wir bräuchten 4 Holz für eine Werkbank und 3 für ein Bett. Das sind 7 Holz. Ich habe aber nur 4. Vielleicht, wenn wir das abbauen, ist das dahinter eine Werkbank ist? Ah! Aha! Tada! Tada! Aber warte, das kannst du nicht schlafen, weil es nicht Nacht ist, ne? Ja. Na doch, nice. So, was haben wir hier? Ach, Kiste, ein Schleimball. Ein Kolben. Exit. Ich habe 4 Redstone. Hier ist ein Heuball. Oh, bau mal die Werkbank ab. Vielleicht ist darunter noch was. Ah. Oh. Ein Dreizack. Aber der hat keine Verzauberung. Ein Dreizack, ein Kolben und ein Schleim. Eigentlich Weizen, aber das habe ich irgendwie nicht bekommen. Ich habe eine Idee. Kann man sich nicht schießen? Warte mal. Geht das nicht? Ach so, aber du kannst dich ja jetzt nicht powern. Doch, du hast doch die Redstone-Fackel. Ben, Rakete Ben. Go, Elina, los. Und das hat irgendwie nicht hingehauen, warte mal. Wir machen ganz schnell. Ah nein. Oder muss das ein Sticky-Pisten sein? Ah nee, hat perfekt geklappt. Wir haben gewonnen! Juhu! Was? Das hat wirklich ausgebrochen. Geklappt? Was denn? Natürlich. Natürlich hat das geklappt, Elina, Mensch. Kannst du dich selbst? Geht das? Du hast eh, weil ich habe hier genug Blöcke. Kannst du einfach hochbauen. Zack. Es gab bestimmte Sicherheitslücken in dem Prison. Wie sieht es von außen aus? Ja, ist ein dickes Bedrock-Prison. Da ist unser Dorf, Elina. Da suchen sie bestimmt nicht als erstes im Nachbardorf aus dem Gefängnis, wenn wir ausgebrochen sind. Das war ein Bedrock-Gefängnis. Das krasseste, was wir bisher hatten. Puh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht auf jeden Fall ein Like und den Abo-Button. Bis morgen, euer Benson. Ciao.